Danke fürs Einschalten. Heute schauen wir uns einen Codex-Eintrag von Throne and Liberty an, und zwar den Bericht über die Strapazen eines Abenteuers. Vier von diesen fünf Zetteln, Büchern, wie auch immer, befinden sich in den Abgrund von Sylois. Ziemlich nah. Naja, der erste Abgrund, sage ich jetzt einfach mal. Hier rein müssen wir. Nimm am besten den Wegpunkt. Abgrund von Sylois. Hier ist Casotan. Und von hier aus gehen wir natürlich erstmal rein. Wir sind drin angekommen. Es gibt zwei Einträge im ersten Geschoss, eins im zweiten Untergeschoss und eins im dritten Untergeschoss. Ich zeige euch jetzt so ungefähr den schnellsten Weg, den ich jetzt so gefunden habe. Das heißt ungefähr, ich zeige euch den Weg komplett. Let's go. Hier starten wir. Wir gehen direkt rechts. Der erste Zettel, der gleich am Eingang liegt, gehört nicht dazu. Das ist ein anderer. Ein späteres Video. So, jetzt gehen wir hier links die Treppe runter. Und dann hier rechts hinter einem Sarg liegt der erste Zettel. Ich zeig nochmal auf der Karte, wo wir es finden. Hier in der Ecke. Hier sind wir hineingekommen. Nicht so schwer zu finden. Kann empfehlen, umso höher euer Level, umso mehr haltet ihr natürlich aus, umso einfacher ist es auch alleine hier durchzukommen. Ihr könnt natürlich auch im Koop spielen. Im Koop ist es sehr viel einfacher, weil ihr einfach alles in kürzester Zeit umklappen könnt. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg nach hinten laufen. Kurz meine Ausdauer wiederholen. Oh, hier ist gerade viel getötet worden. Das ist angenehmer. Bericht Nummer 2. Hier ist der Eingang, gerade hinter. Zack. So, Bericht Nummer 3. Ist auch relativ leicht zu holen. Nur der vierte ist etwas bescheiden. So. An diesem Loch springen wir hier rein und gleiten natürlich hier hin. Ich springe nach rechts, müssen wir. Und nicht nach links. Ihr müsst nicht so eine coole Runde drehen. So. Zettelchen so Nummer 3. Das ist der schnellste Weg hier hin. Weil ich auch schnell hier weg. Wir gehen einfach hier links hinein. Den ganzen Weg entlang. Nach links, wieder nach links. Ist bestimmt nicht der schnellste, aber das ist jetzt der, den ich jetzt so gefunden habe. Ist okay. Gehen links hier und die Treppe nach unten. So, wir sind auf dem Stockwerk angekommen, wo wir hin müssen. Aber jetzt ist es etwas bescheiden. Hier kommen, sind wir angekommen und wir gehen jetzt den Weg hier und dann gleich wieder hier rein. Let's go. Das wird euch jetzt öfter passieren. Heilt euch immer schön. Heilt euch immer schön gegen. Als Tank ist das, ihr könnt das Ganze wegtanken. Eigentlich gar nicht mal so schwer. Gebt mit Schuh 50 rein, macht euch angenehmer. Wie ihr seht. Oder ihr haltet in der Gruppe und tötet alles. Wie ihr das möchtet. So, hier angekommen. Gleiten wir unten in die Mitte. An so eine Statue. Zack. Und der letzte Eintrag, der fünfte Eintrag, ist in dem Koop Dungeon. Wir wollen den Koop Dungeon Gespensterabgrund, das ist der erste, den ihr freischaltet mit Stufe 20, spielen. Den kennt ihr wahrscheinlich. Ja, und den letzten findet ihr im Koop Dungeon, wie ihr schon gesagt habt. Hier startet ihr, hier geht ihr durch, hier müsst ihr einen kleinen Miniboss besiegen. Danach macht ihr die zwei Schalter. Und wenn ihr die zwei Schalter geöffnet habt, könnt ihr hier in dem Bereich in der Mitte, wo eigentlich dieses Gift ist oder wie so immer, und dann befindet sich das hier oben an diesem Gitter.
ganz einfach zu finden, nicht zu verpassen. Und danach geht's hier weiter. In diesem Sinne sage ich doch schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Wenn es euch geholfen hat, lasst gerne ein Abo da. Haut rein. Ciao, ciao.